Ja, vor halb schon wach gern, wir haben schon 1 Uhr oder so. Ich bin total krank, Alter. Mein Hals tut weh wie Sau, mein Nase ist komplett zu. Und jetzt haben wir uns mal zum Entschluss aufzustehen und was zu essen zu suchen. Und hier der Weg war gestern noch komplett frei zum Gehen bis zu der Straße. Sieht man hier. Und jetzt ist immer alles ein riesiges Geschäft. Ist cool. Aber ich bin gerade nicht im Shoppingwahn. Außer Nasenspray und sonst irgendwas. Jo, hier war's essen. Hallo. Passion Fruit Smoothie, please. So, Prost. Prost. Erst stärken für heute. Ich sag, bitter nötig. Ladung Reisgas. Ich war noch in der Apotheke gewesen, haben wir was für die Nase geholt. Und jetzt schlendere mal da rum. Hier ist, glaube ich, rechts von uns Tempel. Aber dürfen wir wahrscheinlich da drin, weil wir keine passende Federn. Ja. So, gehen wir uns das Ding nochmal angucken. Shorts. Gut, für Rinsen gehen darf man es nicht. Ja, ja. Und so sehen dann die Elektroarbeiter im Bahnhof aus. So, 4 Uhr ungefähr, glaube ich. Ungefähr. Wir gehen jetzt zum Big Buddha Tempel in Bangkok. Soll so 20 Minuten, Viertelstunde Bipapo fußfähig sein. Den wir gerne auf uns nehmen. Wanderstiefel sind da. Ja. Let's go! Jo, sogar Brücke gibt's. Martin! Jo! Kurz Thailand-Quiz, wie heißt der Fluss hier? Ja, das ist die Ill. Das ist die Ill. Ja, da steht's doch. Ja, Ill. Was auch cool ist, ist, dass alle. Ja, halber Kilometer oder so sieht man irgendwo ein kleiner Tempel. Jetzt, ja gut, erkennt man jetzt nicht so sehr. Aber wir sind ja nicht da wie der kleine Tempel, sondern wie der große. Big Buddha. Puh. Und wir haben gerade rausgefunden, dass man das keine Viertelstunde, 20 Minuten Fußweg ist, sondern 55 Minuten bis eine Stunde. Deswegen wird jetzt gleich Tuk-Tuk gerufen. Immer. Krass. So. Hinter Tempel selbst darf ich aber keine Videos machen. Ne? Und so soll man sowieso schon mal nicht in den Tempel rennen, dass wir über das was ahnen können. Okay. Martin sagt, dass da war beides unspektakulär, weil er schon so viel gesehen hat in Thailand. Auch nochmal Infos, wo es hingeht. Okay, where are we going next? This for you. Thank you. Show me up. Jetzt geht's zum Happy Buddha. Tour ist abgesagt, gen. Abgebrochen, gen. Durch uns. Mehr dazu gibt es dann wahrscheinlich vorher im Video, weil wir jetzt keinen Bock mehr haben, wenn noch irgendwie irgendwas labert. Aber, ja.